Guten Tag, mein Name ist Rolf Gefgen. Dies ist jetzt die 34. Folge des Arbeitsrechtskanals. Nach den letzten Beiträgen zum Thema Versetzung, Abmahnung, Mobbing und so weiter, heute das Thema Zeugnis. Wie immer können die Dinge, auch dieses Thema, nachgelesen werden in dem Handbuch über den Umgang mit dem Arbeitsrecht, das man hier sehen kann. Ich möchte aber einige Dinge in diesem Video vortragen, weil sie vielleicht dem einen oder anderen dann eher eingängig erscheinen. Wir unterscheiden beim Zeugnis im Wesentlichen zwischen dem einfachen Zeugnis und dem qualifizierten Zeugnis und dann daneben dem Zwischenzeugnis. Es ist wichtig zu wissen, dass das einfache Zeugnis das Zeugnis ist, auf das jeder Arbeitnehmer zunächst einmal Anspruch hat. Das einfache Zeugnis erfasst die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Art und Weise seiner Beendigung und die Tätigkeiten, die in diesem Arbeitsverhältnis verrichtet worden sind. Das qualifizierte Zeugnis unterscheidet sich von dem einfachen Zeugnis dadurch, dass nun noch zusätzlich hinzukommen beim qualifizierten Zeugnis Leistung und Verhalten des Betroffenen. Deswegen sind die qualifizierten Zeugnisse auch wesentlich länger als die einfachen Zeugnisse. Bei der Frage, wie und wann und wo ein Zeugnis ausgestellt wird, da fängt es bereits an, was die Fahrlässigkeit mancher Arbeitnehmer betrifft. Die betrachten das irgendwie nicht als so wichtig oftmals. Ja, gut, einfaches Zeugnis, ja, ist in Ordnung. Und später sagt ihnen dann irgendjemand, nee, du brauchst ein qualifiziertes Zeugnis, um dich zu bewerben. Und dann geht er wieder hin zu seinem ehemaligen Arbeitgeber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und sagt, nee, ich möchte jetzt ein qualifiziertes Zeugnis. Das geht nicht. Es steht zwar nicht im Gesetz drin, aber man nennt das Verwirkung. Zeugnisansprüche können verwirkt werden. Das ist den meisten Leuten irgendwie überhaupt nicht klar. Ein anderer Punkt ist, dass sie um das Zeugnis streiten mit dem Arbeitgeber und gar nicht sehen, dass meistens, und das steht nicht in irgendwelchen Handbüchern drin, nur in diesem, da steht es drin, meistens das Thema Zeugnis wunderbar erledigt werden kann im Kielwasser eines Kündigungsschutzprozesses. Also wer im Zusammenhang mit einem solchen Verfahren, Kündigungsschutzprozess oder auch andere Verfahren, noch das Zeugnis mit anfügt, obwohl es da gar nicht der entscheidende Punkt ist, der wird davon ausgehen können, dass ein Streit über das Zeugnis praktisch nicht stattfindet und ruckzuck mit erledigt wird. Das ist so. Warum das so ist, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Es ist aber so, den Arbeitgeber kümmert in diesem Moment das Thema Zeugnis überhaupt nicht. Wenn es aber nur um das Zeugnis geht, nur um das Zeugnis, dann streitet man gerne, das kann auch bis zu 2 Jahre dauern. Also deswegen dringend die Empfehlung, bei solchen Vergleichen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses immer das Zeugnis mit reinnehmen. Wer das auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, der handelt völlig falsch, weil er dann möglicherweise erst richtig in eine Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber hineinschlittert, obwohl er es auf diese elegante Weise viel einfacher hätte haben können. Also, kurz gesagt, dieses nur ein qualifiziertes Zeugnis und das Entscheidende ist, es muss immer verlangt werden vom Arbeitnehmer. Ein Zeugnis, das nicht verlangt wird, gibt es nicht. Ein Arbeitgeber, der automatisch ein Zeugnis ausstellt, handelt zwar korrekt, aber er muss es nicht. Er kann auch mehrere Monate lang warten, weil der Arbeitnehmer sich nicht meldet und kein Zeugnis verlangt. Und dann später sagt er unter Umständen, wieso, du hast den Zeugnisanspruch verwirkt. Auch da wieder kann die Verwirkung auftreten. Also das Zeugnis muss vom Arbeitnehmer verlangt werden. Ein einfaches Zeugnis oder qualifiziertes Zeugnis. Ich empfehle dringend ein qualifiziertes Zeugnis. Nun die Frage, was ist mit dem Zwischenzeugnis? Das Zwischenzeugnis ist eine Sache, bei der eigentlich nur ein triftiger Grund, so nennt man das, vorliegen muss, um das vom Arbeitgeber ausgestellt zu bekommen. Ich nenne mal 6 Beispiele. Versetzung ist so ein Fall oder Vorgesetztenwechsel, Fortbildung oder Beförderung, Freistellung aus verschiedenen Gründen oder aber eben Erziehungsurlaub. In solchen Fällen können Zwischenzeugnisse verlangt werden, weil der Arbeitnehmer natürlich ein berechtigtes Interesse daran hat, einfach mal sozusagen eine Zwischensicht zu haben über den bisherigen Verlauf des Arbeitsverhältnisses und eine Bewertung. Es setzt nicht voraus, dass man sich anderweitig bewirbt. Das wäre auch ein triftiger Grund, aber es setzt eben gewisse Veränderungen innerhalb des Arbeitsverhältnisses voraus. Einfach nur von
einen Tag auf den anderen ein Zwischenzeugnis zu verlangen, geht nicht, wird aber in den meisten Fällen von den Arbeitgebern durchaus erteilt, ohne dass es da großer Schwierigkeiten bedarf, die man dann überwinden muss. Selbstverständlich, noch vielleicht vor ein paar Jahren selbstverständlich, heute nicht mehr selbstverständlich, aber es muss betont werden, das Zeugnis muss schriftlich abgefasst werden. Ein elektronisches Zeugnis gibt es nicht, ne? Also hier, ich habe eine PDF-Datei dir geschickt oder ich habe hier eine E-Mail geschickt oder wie auch immer. Da ist das Zeugnis festgehalten. Das geht nicht. Das Zeugnis muss schriftlich abgefasst werden. Ganz konservativ und traditionell. Wem das nicht passt, weil das nicht modern genug ist, der hat ein Problem damit. Es muss ihm passen, weil eben nur das schriftliche Zeugnis letztlich akzeptiert wird. Auch im allgemeinen Rechtsverkehr, wenn dann die Zeugnisse vorgelegt werden sollen, beispielsweise bei Wettbewerbungen und dergleichen mehr. Mitbestimmung des Betriebsrates, wenn es einen Betriebsrat gibt, wird ja immer weniger. Ja, es gibt ein Zustimmungsrecht des Betriebsrates. Dann, wenn Zeugnisse standardisiert durch standardisierte Verfahren zustande kommen, das würde zum Beispiel bedeuten, wenn Beurteilungsgrundsätze vom Arbeitgeber entwickelt werden, dann muss der Betriebsrat dem zustimmen. Aber nur dann, wenn solche Beurteilungsgrundsätze tatsächlich gemacht werden sollen. Wenn solche Beurteilungsgrundsätze nicht Gegenstand von Verhandlungen mit dem Betriebsrat sind und der Betriebsrat darauf angewiesen wäre, dieses im Wege des Initiativrechts zu beantragen, dann sieht es etwas schwieriger aus. Da muss der Arbeitgeber nicht darauf eingehen. Aber wenn der Arbeitgeber es einführen will, dann hat der Betriebsrat ein Zustimmungsrecht bzw. ein Zustimmungsverweigerungsrecht. Und die Einigungsstelle muss dann angerufen werden und die Einigungsstelle wird dann über diese Dinge entscheiden. Also kein Mitbestimmungsrecht im Einzelfall, aber ein Mitbestimmungsrecht bei Beurteilungsgrundsätzen, wenn die Beurteilungsgrundsätze für die Erstellung von Zeugnissen aufgestellt werden und so auch entsprechend angewandt werden sollen. Zum Thema Verwirkung hatte ich bereits was gesagt. Da gibt es keine genaue Grenze. Also es gibt Man muss unterscheiden zwischen Verwirkung und Verjährung. Verjährung brauchen wir nicht zu behandeln, das ist viel längerer Zeitraum, aber Verwirkung tritt vorher ein. Da gibt es bereits Fälle, wo schon nach 10 Monaten etwa eine Verwirkung eingetreten ist. Vor allen Dingen dann, wenn man falsch beraten wird. Das gibt es leider immer wieder, nicht? Dann wird plötzlich von einem ganz tollen Anwalt, den ich da kenne, nicht? Ein ganz sympathischer Mensch, der sich ein Zeugnis anschaut und sagt, ja, das ist in Ordnung so, gesagt, du kannst dich damit einverstanden erklären und dann wird das Zeugnis ausgestellt und nach ein paar Monaten ist es dann plötzlich so, dass also jemand, der wirklich Bescheid weiß, der nicht nur nett ist, ein netter Anwalt, sondern der wirklich tatsächlich sich auskennt, gesagt, nö, das Zeugnis ist völlig inakzeptabel, da musst du noch mal rangehen. Und dann haben wir auch wieder das Problem mit der Verwirkung. Wenn er sich schon mal ein Zeugnis hat ausstellen lassen, dann kann er nicht noch ewig hinterher mit seinen Änderungswünschen, dann ist der Zeugnisanspruch verwirkt, das Zeugnis ist erteilt worden, er hat sich falsch beraten lassen, das ist sein Problem. Netter Anwalt, schlechter Anwalt. Bitte einfach mal hinhören, was ich sage, ich weiß, wovon ich rede, in dem Zusammenhang. Beim Inhalt des Zeugnisses, eben des qualifizierten Zeugnisses, auf das es jetzt ja ankommt, weil das entscheidende Zeugnis ist, über das wir uns unterhalten wollen. Da gelten die Grundsätze der Zeugnisklarheit. Zeugnisklarheit, es muss irgendwie klar sein, aus sich heraus verständlich sein, was gemeint ist. Der Zeugniswahrheit, also es müssen wahrheitsgemäße Angaben gemacht werden. Bei diesen Bewertungen ist das dann ein Problem, aber wir haben eben neben dem Grundsatz der Zeugniswahrheit noch den Grundsatz des Wohlwollens. Also es muss ein wohlwollendes, auch berufsförderndes Zeugnis im Prinzip sein. Und wenn das dem Grundsatz der Zeugniswahrheit widerspricht, dann hebt sich dieser Widerspruch unter Umständen auf. Also diese beiden Gegensätze streiten miteinander beim Zeugnis, aber das Zeugnis muss eben vor allen Dingen auch vollständig sein. Keine Erwähnung in dem Zeugnis Dinge wie Abmahnung, die gehören da nicht mit hinein, Alkoholmissbrauch. Betriebsratstätigkeit, bloße Betriebsratstätigkeit. Wenn jemand länger als ein Jahr freigestellt ist, darf das erwähnt werden. Kann man aber auch darauf verzichten. Drogenmissbrauch geht nicht. Gesundheitszustand geht nicht. Krankentage, Fehlzeiten geht nicht. Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit selbstverständlich
auch nicht. Das sind also alles Daten, persönliche Dinge, private Dinge, die in ein Zeugnis nicht hineingehören. Was hineingehört, sind dann Kompetenzen, Leistung und Sozialverhalten. Diese drei Punkte bedürfen der Erwähnung. Bei den Kompetenzen die Fachkompetenz, insbesondere Fremdsprachen zum Beispiel oder auch andere fachliche Kompetenzen, dann die Tätigkeit in verschiedenen Abteilungen, die berufliche Entwicklung. Und last not least, und das ist dann meistens am Ende des Zeugnisses, die Leistung und die Leistungsbewertung. Bei der Leistungsbewertung gibt es ja nun einen bestimmten Katalog, also stets zur vollsten Zufriedenheit, bekanntermaßen der Begriff für sehr gut, dann stets zur vollen Zufriedenheit der Begriff für gut. Und dann eben halt ja, durchschnittliche Bewertungen, wie zum Beispiel die Leistungsbeurteilung zur vollen Zufriedenheit oder auch nur zur Zufriedenheit. Da ist die Zufriedenheit ist bereits unterdurchschnittlich, zur vollen Zufriedenheit wäre durchschnittlich. Auf solche Bewertungen besteht auf jeden Fall Anspruch, wenn man denn damit zufrieden ist. Wenn man etwas mehr haben möchte, eine bessere Bewertung, dann muss man dafür gegebenenfalls den Beweis antreten. Das ist theoretisch so. Man muss theoretisch den Beweis antreten dafür, dass man stets zur vollsten Zufriedenheit die Tätigkeit ausgeübt hat. Den Beweis kann man praktisch nicht antreten, denn es ist ja eine Bewertung, die dann von Vorgesetzten vorgenommen werden müsste. Auch hier zeigt sich, dass der Kompromiss der entscheidende Weg ist, um zu einem vernünftigen Zeugnis zu kommen und ein Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das durch einen Ich hatte es vorhin schon gesagt, eingangs gesagt, durch einen größeren Prozess, bei dem es um wesentlich mehr als um ein Zeugnis geht, günstiger eben für den Arbeitnehmer ausfällt, als wenn es nur um das Zeugnis geht. Deswegen ist die Durchsetzung einer bestimmten Bewertung in einem Zeugnisprozess eine Sache, die, wie gesagt, 1 bis 2 Jahre dauern kann in einem wahnsinnig großen, umfangreichen Prozess, während wenn sie im Wege der Verhandlungen durch einen Vergleich im Kielwasser eines größeren Prozesses stattfindet, eigentlich kein Problem darstellt. Die Mehrzahl der Zeugnisse, allerdings, um die es dann geht, sind Dinge, die mit dem Grundsatz der Zeugniswahrheit zusammenhängen, vor allen Dingen mit der Vollständigkeit der Angaben, also mit der Vollständigkeit der Angaben, zum Beispiel der Tätigkeiten, der einzelnen Tätigkeiten des Arbeitnehmers, die natürlich der Arbeitnehmer jetzt klarerweise durchsetzen kann. Wenn es sich um Bewertungen handelt, die völlig außerhalb jeder Diskussion stehen, also er hat seine Tätigkeiten zu unserer ja, allgemeinen Zufriedenheit oder wunschgemäß jederzeit erledigt oder sich bemüht, diese Tätigkeiten zu erbringen. Da sind das alles Formulierungen, die völlig außerhalb jeder Diskussion stehen und die natürlich vom Arbeitgeber nicht durchgehalten werden können, wenn es denn zu einem Zeugnisprozess kommen sollte. Also die Erteilung des Zeugnisses, überhaupt ein Zeugnis, wenn es nicht erteilt wird, obwohl es eigentlich wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteilt werden müsste und der Arbeitnehmer es auch verlangt hat, die kann klarerweise durchgesetzt werden. Und die Korrektur eines Zeugnisses, das erteilt worden ist, nicht nach ewigen Zeiten und nicht mehrfach und hin und her, nachdem er sich das verschiedene Mal überlegt hat, sondern unmittelbar und unverzüglich im Anschluss an die Erteilung des Zeugnisses, die kann auch klarerweise durchgesetzt werden. Der Arbeitnehmer ist dann für diese Dinge beweispflichtig, es sei denn, es ist eine nur durchschnittliche Bewertung, für die muss er nicht Beweis antreten. Wenn es eine durchschnittliche Bewertung ist, dann geht das letztlich auch so durch. Also wesentliches Fazit in diesem Zusammenhang, es muss berücksichtigt werden, dass wesentliche Fragen der Zeugniserteilung möglichst im Wege des Konsenses erledigt werden sollten und nicht beschränkt auf einen reinen Zeugnisprozess, weil da die, ja, ich sag mal, die Beweisbarkeit oder die Beweismöglichkeiten des Arbeitnehmers erheblich eingeschränkt sind und man im Grunde genommen nur darauf vertrauen kann, dass das Arbeitsgericht zu einem Vergleich rät. Ein Zeugnisprozess, der mit einem Urteil endet, in dem drinsteht, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, bestimmte Dinge zu ändern, ist relativ selten. Im Regelfall ist es so, dass letztlich hier im Wege des Konsenses versucht werden sollte, bestimmte Dinge durchzusetzen. Das kann man eben dann, wenn es um mehr geht als nur um das Zeugnis, zum Beispiel um Abfindung, die Wirksamkeit einer Versetzungsmaßnahme, die Wirksamkeit einer Kündigung und dergleichen mehr. Vielen Dank.
Wie gesagt, die Dinge können nochmal nachgelesen werden in dem Handbuch Umgang mit dem Arbeitsrecht. Ansonsten verweisen wir gerne auf unseren Kanal Arbeitsrecht bei YouTube und weisen darauf hin, dass dieser Kanal jederzeit kostenlos abonniert werden kann. Danke.